Also wir sehen erstmal, der brutalste OG Ghoul Trooperin ist wieder hier im Shop. So wie ich es euch gesagt habe, dass er hier am 31. kommen wird. Man sieht ihn erstmal in der Form, in dem man ihn halt kennt. So grün-türkis-mäßig so. Und dann gibt es hier die neue Form, Zombie-Form. Also ich habe ja gedacht, der wird jetzt so pink oder lila sein, aber die haben einfach eine Zombie-Form gemacht, so wie bei Brainiac auch, ne? Boxen, was kriegt man für 25 Euro Mitglied? Kriegt man da einen Push? Ja klar kriegt man da. Man kriegt Push und Raid, klar. So. Ghoul Trooper. Finde ich erstmal sehr, sehr geil, dass Ghoul Trooper wieder am Start ist, hier auch mit einem nicen Backpack. Für 1500 V-Bucks finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr geil, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall Ghoul Trooperin, Digga. Bester Skin aller Zeiten. Auf jeden Fall richtig, richtig OG. Freut mich sehr, dass er wieder da ist. So, dann sehe ich noch den Brainiac. Männliche Variante vom Ghoul Trooper, einfach ganz easy hier. Für 800 V-Bucks muss ich erstmal sagen, schöne, schöne Schnäppchen. Dann hat er wie viele? Er hat zwei Stile, ja, zwei Stile. Er hat einmal hier Ghoul Trooper, einfach. Und dann hier Brainiac. Ich muss erstmal sagen, schöne Schnäppchen für 800 V-Bucks. Und er sieht auch wirklich, wirklich geil aus. Eine gute Alternative für die Ghoul Trooper. Sehr, sehr gute Alternative. So, dann sehen wir hier, was gibt's noch? Hier gibt's noch Doppelspitzhacken, Knochenblüte, 800 V-Bucks. War ja auch schon ein paar Mal im Shop. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Spitzhacke, muss ich sagen. Und dann sehen wir hier die Sense. Sammle Ressourcen und Seelen. Im Besitz habe ich ja schon. Leute, die Sense ist wieder am Start. Die war so, so lange nicht mehr im Shop. Locker 8 bis 9 Monate. So wie der Ghoul-Trooper zum Beispiel jetzt hier 2 Jahre lang nicht mehr im Shop war. Muss ich erstmal sagen, wirklich insane. Also man kann sich hier ganz easy Ghoul-Trooper Plus Sense hier im Shop holen. Und ist einfach ein kompletter OG. Finde ich sehr, sehr geil. So, dann gibt es auch hier die Ultra-Sense für 500 V-Bucks gerade mal. Die auch wirklich sehr, sehr cool aussieht. Und eine schöne Alternative auch zur normalen Sense ist, ne? Muss ich erstmal sagen, 300 V-Bucks weniger, nur 500 V-Bucks. Dann sieht die schon fresh aus, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Also wenn man gerade die V-Bucks nicht hat, dann einfach Ultra sind. Ne? Dann gibt es hier noch Schnitzer, 800 V-Bucks, war glaube ich auch schon vor ein paar Tagen im Shop. Ja, passt auch perfekt zu Halloween, sieht man ja, 800 V-Bucks, Kürbiskumpel-Set. Ja, finde ich ganz cool. Ist auch eine nice Spitzhacke. Was haben wir sonst noch hier? Das sind die ganzen Spitzhacken, die es gibt. Hier gibt es noch ein paar Waffentarnungen hier für 500 V-Bucks Kuschelschatten. War auch letztes Mal schon im Shop. Muss sagen, ich finde diesen Übergang so geil. Ne? Von pink zu schwarz. Finde ich ganz leid. Da sehen wir hier den Kuschelhorror. War auch schon vor ein paar Tagen auch im Shop. Ist auch ein sehr, sehr guter Film. Muss ich sagen. Er passt auch perfekt zu Halloween. Für 1200 V-Bucks. Gar nicht mal viel für das. So, Fragen, die gerade im Chat sind, werde ich gleich beantworten, nachdem ich den Shop gezeigt habe. Hier erstmal 500 V-Bucks Kuschelkralle, Royale Romantik. Ja, die Spitzhacke war ja auch letztes Mal noch im Shop. Auf jeden Fall muss ich sagen, erstmal für 500 V-Bucks. Ich finde es schön, dass es auch so viele Spitzhacken langsam gibt, auch hier für 500 V-Bucks. Und dass man nicht so viel ausgeben muss. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, muss ich sagen. Und sieht auch ganz geil aus. So, dann hier. Fürchte Flamme, war auch schon ein paar Mal im Shop für 500 V-Bucks. Also ich feiere einfach die Kürbisgesichter drauf. Die feiere ich wirklich. Also das sieht schon echt cool aus, wenn diese die ganze Zeit so animiert sind und die ganze Zeit sich so bewegen. Und du halt dann mit dieser Scar oder mit dieser Waffentarnung halt rumläufst, das ist schon fresh. Das ist schon echt fresh. So, kleine Schritte. Seht ihr? Das sind Kronen-Emote. Achso, das ist einer, auf dem wir dieses, es gibt ja auch High Five. Ich glaube, das ist das gleiche, nur dass man halt tanzt so mit demjenigen. Also mit seinem Mate oder mit irgendjemandem in der Lobby gerade. Für 500 V-Bucks hier. Oh, ist ganz nett. Warum nicht? So, dann hier sehen wir hier noch den Kürbiskämpfer. Also bei dem muss man sagen, der war, glaube ich, so Season 3, Season 4 auch am Start. Als auch Halloween am Start war. Ich muss sagen, er gehört zu den Klassikern, zu den richtig, richtigen Klassikern, die viele, viele haben auch wirklich diesen Skin hier für 800 V-Bucks. Und ich muss sagen, er ist auch wirklich sehr, sehr geil und auch ein schönes Schnäppchen. Passt auch wirklich perfekt zu Halloween. Finde ich sehr, sehr cool. Also
wenn man gerade nicht viel V-Bucks hat. Gönnt. Kürbislaterne, 300 V-Bucks hier als Waffentarnung. Ich glaube, die war auch so vor 2-3 Tagen im Shop, als der Hohlkopf am Start war, dieser Kürbis-Skin. Der jetzt ja auch am Start ist, Leute. Der ist ja auch wieder da. Der Hohlkopf. Wie geil. Den habe ich ja sogar im Besitz, stabil. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr brutal geiler Skin. Allein diese Augen, ne? Also schon wirklich insane, ne? Das Blaue, was da so aus seinen Augen rauskommt. Und dann auch seine Kleidung, ne? Also das passt wirklich perfekt zu ihm. Schon echt, echt geil. Ja, dann sehen wir hier noch aufheulen. 200 V-Bucks, auch eine nette Kleinigkeit. So Leute, das ist der gesamte Shop. Meine Favoriten natürlich erstmal hier Ghoul Trooperin. Sehr, sehr cool, dass die wieder im Shop ist. Dann hier Sense, ganz klar auf jeden Fall mein Favorit. Und der Brainiac. Dann so für mich die drei besten Sachen, die auf jeden Fall aus dem Shop, die man sich auf jeden Fall holen sollte, weil man so wirklich sich etwas sehr, sehr Geiles entgehen lässt. So, zum krönenden Abschluss noch mein Creator-Code BoxingMan-Bra, kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos. Einfach eingeben, dauert wirklich nur 2 Sekunden. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und mein Creator-Code drin ist, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich sehr, sehr freuen. Es ist wirklich mir sehr, sehr wichtig, dass ihr ihn auf jeden Fall einträgt. Weil durch diese Unterstützung kann ich weiterhin hier YouTuber sein und euch geilen Content liefern. So, das ist auf